treffen uns hier im Konrad-Adenauer-Haus mit Vertretern von Jugendorganisationen, mit Fridays for Future, mit engagierten jungen Menschen aus Gewerkschaften, von der Landjugend, mit vielen anderen, um über die Frage des Klimaschutzes zu diskutieren in Deutschland und Europa. Das wird eine spannende Diskussion. Ich glaube, wir brauchen nationalen Klimakonsens einfach, um als gesamte Gesellschaft zu sagen, dass wir zu diesem 1,5-Grad-Ziel stehen, dass wir quasi dazu stehen, dass wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben, was total wichtig ist für mich zum Beispiel oder auch für die folgenden Generationen. Für mich ist einfach wichtig, dass Deutschland die Rolle in der Welt, die Deutschland zugesagt hat, dann auch wahrnimmt und jetzt ehrgeizig an den Klimazielen weiterarbeitet. Es war ein guter Austausch. Wir haben sehr offen diskutiert, wir haben manchmal kontrovers diskutiert, aber wir haben vor allem mit Respekt vor dem anderen und seiner Meinung uns ausgetauscht. Und ich finde, das ist ein Gewinn, dass wir dieses Gespräch hier so führen konnten. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen, über die Frage der Mobilität, über die Frage des Kohleausstiegs und des Kohlekompromisses, über die Frage, wie muss eigentlich CO2 bepreist werden. Wir waren nicht in allen Punkten einer Meinung, aber es war eine super Debatte und ich hoffe, wir setzen die fort.